glaube, ich muss dann auch an der Fassade außen auf jeden Fall noch einiges bauen. Hallo Minecraft, willkommen zur Folge 68 in Minecraft City. Letztes Mal haben wir ja hier schon am Boden und so von der Bank gearbeitet. Und heute wollen wir da schnell weiterbauen. Damit es hier endlich mal ein Stück wird, weil ich habe das ja so lange schon wieder angekündigt, aber nichts gemacht. Die Ideen, die man hat, sind leider meistens mehr wie das, was man umsetzen kann. Weil es leider auch so ist, dass ich hier meistens alleine bauen muss. Ist ein bisschen schade, aber ja, geht halt nicht anders. Wenn die anderen nicht so begabt sind, dann kann man da nichts machen. 1, 2 und 3. Ne, das passt. Ich ziehe jetzt hier schon mal die Holzverstrebungen ein. Weil, die brauchen wir ja dann. Ich ziehe hier auch mal einmal quer durch. Vorne. Auch wenn da noch was anderes kommen wird. Ne, eins zu hoch. Immer das Wechseln vom Werkzeug. Bleib hier, Holz. Da hatte ich mich einfach einmal verklickt. Achso, ich habe gerade gedacht, da wäre ein Monster zu hören. Dabei war das die Uhr, die im Rathaus platziert ist. Ups, kleiner Leck. So, haben wir die Holzverstrebungen gleich fertig. Da oben fehlt noch was. Aber ich glaube, die Ecken habe ich schon alle. Hier auch. Das ist sehr gut. Und ich glaube... Nee. Ich habe schon gedacht, unser Holz geht aus. Zack, zack, zack. Dann folgt hier... Moment, jetzt muss ich überlegen. Weil da kommt die Decke oben drauf. Das heißt, wir müssen eben eins niedriger bauen, wie es eigentlich ist. Passt. So, ja, es sieht alles, es wird langsam, bekommt Hand und Fuß. Die können wir noch in die hier chiseln. Ein Jizzle-Mizzle. Oh, Tresorraum wäre auch soweit fertig. Ne, es wird auch alles ein bisschen hell hier von der Bank. Aber ich finde, das ist nicht zu viel. Weil die Banken hatten früher einfach ziemlich viel Kohle. Und von daher passt es dann.
So, ich platziere mal hier gleich noch mehr, wo ich dann noch anbauen muss. Weil dann kann ich alles von meinem hier Zauberstab durchgehen. Und muss nicht jedes Mal wechseln. Baut sich einfach viel schneller. Habt ihr ja schon oft in den letzten Folgen gesehen, wo ich den Builder's Wand eingesetzt habe. So. Alles gut. So, dann mach mal eine einfache Tür rein. So, oder? Warte mal, da können wir doch bestimmt. Ach so, falscher. Falsches Ding hier. Ja, die Chisel wollte ich haben. Sowas hier nehmen wir. Für die Türen. Hier auch. So. Was haben wir hier? Da kommt so eine Türe hin. Und was haben wir hier für einen Raum? Da könnte man eine Doppeltüre reinmachen. So, und dann das große Etwas hier. Der Tresorraum. Ich glaube, dem gebe ich dann schon mal eine Iron Door später. Weil der muss ja gesichert sein. Also nicht, dass hier einfach irgendjemand reinkommt. So, nimmt alles schon Gestalt an, das freut mich. Genau, hier, Licht. Wir haben hier, drücken wir mal F7, alles nämlich dunkel. Das ändern wir jetzt gerade mal. Oh, da haben wir noch einen Raum, da gibt es noch gar keine Türe. Das ändern wir mal schnell. Und dann kriegt er noch ein bisschen Licht hier. Auch nice. So, alles ausgeleuchtet. Oh, da fehlt noch hier der Boden. Nee, da machen wir mal keinen hin. Da kommt nämlich bestimmt irgendwie ein Möbel hin. Machen wir mal hier. Reicht einer? Nee. Dann machen wir hier noch einen rein. Einmal Licht bitte. Machen wir da und da. Vielleicht mache ich ja auch eine Druckerpresse noch rein. Weil vielleicht druckt die Bank ja auch ihr eigenes Geld. So, ausgeleuchtet haben wir den Schuppen auch. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit, die ich in dem Haus haben will. Und zwar brauchen wir dafür nochmals Holz. Es soll 4 breit sein. Wir haben aber eine ungerade Anzahl. Bin ich etwas irritiert. Dann machen wir es 5 breit. Kein Problem.
Holzhacke hier. Dann machen wir es einfach so breit, wie das hier sein soll. Weil ich möchte ein bisschen mehr Struktur reinbringen in das ganze Teil und nicht alle Fassaden so glatt haben. Deshalb habe ich mir hier für die Bank was Besonderes ausgedacht. Sieht schon so aus wie bei mir auf dem Papier. Fast zumindest. Kommt noch ein bisschen was drauf. So. Und dann kommt hier nämlich noch ein Giebel rein. Der so ein bisschen das Ganze... So, wie es mal. Ich glaube, wir nehmen Cleanstone dann hier auch. Falsches Werkzeug wieder. Mal. Da fangen wir jetzt mal noch an. Den Marble machen wir mal kurz noch in die Rohform wieder zurück. Dann können wir da nächstes Mal einfach gucken, was wir daraus noch machen. So. So soll das sein. Genau. Und dann kommen da natürlich noch Fenster rein. Treppenhaus brauche ich ja auch noch. Das habe ich ganz vergessen. Machen wir mal gerade hier vier Dinger. Und dann geht, glaube ich, machen wir hier das Treppenhaus hoch. In der Ecke. So. Da haben wir noch einen Cobblestone liegen. Da kommen die Fenster rein. Und hier oben machen wir, glaube ich, auch noch eins rein. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich da oben da noch was reinbaue. Aber so sieht es schon ganz fein aus. Wird natürlich noch ein bisschen detaillierter dann, weil ich da ja noch die Fachwerkstruktur, die bekannte Fachwerkstruktur von mir reinbauen werde. Die ich auch schon bei der Bibliothek oder bei Nick Rains Haus benutzt habe. Genau. So, wenn der Stone hier jetzt leer ist, was noch nicht der Fall ist, dann beende ich auch die Folge. Aber vorher machen wir den Stein hier noch leer. Oh, 13 haben wir noch. Das kriegen wir hin. Zack, fertig. Ja. So sieht jetzt im Moment die Bank aus. Ja, noch ein bisschen arg trist und einfach. Im Moment. Aber das wird sich ändern. Ich glaube, ich muss dann auch an der Fassade außen auf jeden Fall noch einiges bauen. Weil wenn ich da die Fachwerkkonstruktion mache, dann steht ja hier ein bisschen was über. Und dann muss man da, ja, da muss man noch ein bisschen tricksen. Aber das machen wir vielleicht in der nächsten Folge.
Vielleicht zeige ich euch ja in der nächsten Folge, was es sich mit der modernen Stadt auf sich hat, beziehungsweise was ich da zuletzt gebaut habe. Vielleicht. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Aber ich finde, das wird ganz nice hier, wenn man sich das so anguckt. Schon zwei sehr imposante Gebäude hier am Marktplatz. Das freut mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Ich freue mich über jede Bewertung. Ja, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, Minecraft.